Apples MacBook-Familie hat Zuwachs bekommen. Ich habe hier, also wirklich Zuwachs, ich habe hier vor mir das MacBook Pro mit 16 Zoll. Bislang oder aktuell das verfügbar größte MacBook Pro. Das ist jetzt bei uns durch sämtliche Tests gelaufen und in diesem Video erfahrt ihr, ob die ja mindestens 2700 Euro Preis sich lohnen oder nicht. Aber kleiner Spoiler vorab, ich glaube schon. Okay, das ist jetzt zugegebenermaßen ein etwas unfairer Vergleich. Ich habe hier mein Arbeitsgerät, das ist ein 13 Zoll MacBook Pro, neben das neue 16 Zoll MacBook Pro gestellt. Eigentlich sollte man es mit dem 15 Zoller vergleichen, aber da sind wir eigentlich auch schon beim größten und augenscheinlichsten Unterschied zum Vorgänger, nämlich der Display-Diagonale. Das MacBook Pro ist größer geworden, jetzt auf 16 Zoll angewachsen. Die Display-Diagonale liegt jetzt bei 3072 x 1920 Pixeln. Damit ist sie minimal höher als beim 15 Zoll MacBook Pro. Da lag sie noch bei 2880 x 1800 Pixeln. Das sorgt aber gleichzeitig dafür, dass die Pixeldichte hier ein bisschen anwächst. Vorher lag sie beim 15 Zoller bei 220 ppi, jetzt liegt sie bei 226 ppi. Da kann man jetzt gleich durcheinander kommen, weil beim 13 Zoll MacBook Pro lag sie auch bei 226 ppi. Sprich, im Vergleich zum 15 Zoll MacBook Pro haben wir es hier mit einem höher auflösenden und vor allem einem noch schärferen Display zu tun. Bei uns im Testlabor, in den Tests kam auch raus, dass die Farbdarstellung 1A ist, dass die Bilder knackscharf sind, dass es an diesem Display absolut rein gar nichts zu meckern gibt. Abgesehen davon ist das MacBook Pro mit 16 Zoll kaum größer geworden als das MacBook Pro mit 15 Zoll. Das liegt unter anderem daran, dass man die Ränder verkleinert hat. Man sieht es ganz gut im Vergleich zum 13 Zoll MacBook Pro. Da waren die Ränder identisch zum 15 Zoller. Also wir sehen zum einen, dass die Ränder an der Seite deutlich schmaler sind und dadurch kriegen wir halt eine relativ kompakte Bauform weiterhin. Unten sind sie ungefähr gleich, wobei ein bisschen schmaler sind sie geworden. Oben gibt es dann auch noch einen minimalen Unterschied mit dem Effekt, dass einfach die Bauform nur minimal größer ist. So, jetzt ist das MacBook Pro mit 16 Zoll natürlich größer geworden, was das Display angeht. Die Bauform, der Formfaktor ist aber im Vergleich zum MacBook Pro mit 15 Zoll gar nicht mal so doll angewachsen. Allerdings, wenn man es anhebt, merkt man den Unterschied. Das MacBook Pro ist auf jeden Fall schwerer geworden. Wächst jetzt auf knapp 2 Kilo an. Also muss man durchaus mitbedenken, wenn man viel damit reisen will. Allerdings hat das einen für mich guten Grund. Und zwar ist der Akku deutlich angewachsen auf 100 Wattstunden. Vorher lagen wir bei 83,6 Wattstunden, um genau zu sein. Das ist mit den 100 Wattstunden quasi das maximal zulässige, was ihr noch ins Flugzeug mitnehmen dürft. Außerdem, und das merkt man auch, ist das Netzteil deutlich kräftiger geworden. Das lag vorher bei 87 Watt. Und liegt jetzt bei 96 Watt. Soll letzten Endes dafür sorgen, dass ihr länger mehr Leistung aus dem Gerät rausholen könnt. Wie das auch außerdem noch funktionieren soll, abgesehen vom zugelieferten Strom, dazu gleich noch mehr. Im Test machte sich bei uns das MacBook Pro oder vor allem der größere Akku MacBook Pro deutlich bemerkbar. Es waren problemlos 6 Stunden bei maximaler Helligkeit an Videokonsum möglich. Das sind nochmal 20 Minuten mehr als beim MacBook Pro mit 13 Zoll. Außerdem sorgt das etwas schwerere Netzteil, das liegt dabei knapp 373 Gramm, muss man auch mitbedenken, wenn man damit viel reisen will, dafür, dass im Test nach knapp 2,5 Stunden der Akku wieder von 0 auf 100% aufgeladen war. Auch das ist ein ordentlicher Wert. Die MacBook Pros von Apple sind ja eigentlich als Arbeitstiere gedacht, nicht als Geräte, womit denen man einfach nur Artikel im Internet schreibt. Und deswegen hat sich Apple auch einige Sachen überlegt, wie man, wenn man das Ding hier wirklich unter Volllast betreiben will, also damit Bildbearbeitung macht, Videoschnitt macht, 3D-Renderings erstellt, damit irgendwie auf Hunderten von Spuren komponieren will, wie man mit der ganzen Abwärme umgehen kann. Dafür hat man sich einige Sachen überlegt und unter anderem wurde das ganze Belüftungssystem angepasst, die Wege wurden anders gelegt und so sorgt das Gerät dafür, dass die Wärme, die entsteht, schneller abgeführt wird und effizienter abgeführt wird. Alles mit dem Sinn und dem Zweck, genau wie bei dem größeren Netzteil, dass das Gerät länger unter Volllast betrieben werden kann. Darum geht es eigentlich, weil wir vermeiden wollen,
dass das Gerät zu warm wird und der Prozessor dann entsprechend runterdrosselt. Dennoch, obwohl da deutlich mehr Lüftungspower in dem Gerät drin ist, ist es im Normalbetrieb flüsterleise. Wir reden da von 0,1 Zone, das ist eigentlich so gut wie gar nichts, das hört man praktisch gar nicht. Da ist jedes andere Geräusch im Büro deutlich lauter. Allerdings, wenn man es unter Volllast betreibt und die Lüfter mal richtig hochdrehen, hat man das Gefühl, das Gerät hebt vom Tisch ab und fliegt aus dem Raum. Da haben wir dann im Test, kamen wir auf knapp 4,9 Zone. Das ist schon relativ laut, aber wie gesagt, das sind auch absolut die Ausnahmen. Und dafür muss man das Gerät wirklich absolut ans Limit bringen. Ansonsten kann man auch da sagen, was die Arbeitslautstärke angeht, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Und was ich auch ganz angenehm finde, wenn man das Gerät mal unterwegs benutzt, also keine Ahnung, am Flughafen oder auf jeden Fall auf dem Schoß, dann ist es dennoch relativ kalt. Also wir haben hier getestet, nach mehreren Stunden, nach 2 Stunden kamen wir auf 16,8 Grad. Da würde ich fast sagen, das ist noch angenehm, das ist nicht zu kalt und nicht zu warm. Also auch da gibt es überhaupt keinen Grund, irgendwas zu beanstanden. Kommen wir zum Speicher. Speicher ist extrem wichtig, wenn man das MacBook Pro als Arbeitsgerät nutzen will, wenn man große Videodateien hat, große Bilddateien. Da braucht man einfach viel Speicher. Natürlich kann man das immer erweitern über externe Festplatten, über externe SSDs. Aber eigentlich ist es schon elementar wichtig, dass man genug Speicher im Gerät selbst hat. Da war Apple immer so ein bisschen knickrig bei der Standardausführung. Das hat sich jetzt aber geändert. Also Apple verdoppelt quasi den Speicher. Es gibt einmal 512 GB in der Core i7-Variante und in der Core i9-Variante gibt es 1 Terabyte Speicher. Also das sollte erstmal ausreichen. Wer es absolut übertreiben will, der kann auch sogar auf 8 Terabyte internen SSD-Speicher aufrüsten. Ist dann ein bisschen teurer, zu den Preisen kommen wir später noch, aber nur so mal als Spoiler, dann liegen wir insgesamt bei 7.000 Euro für das MacBook Pro. Also sollte man sich vielleicht zweimal überlegen. Beim Arbeitsspeicher sind standardmäßig 16 drin, es sind aber auch 32 oder 64 GB an Arbeitsspeicher möglich. Zu den Prozessoren. Da könnte jetzt der eine oder andere sagen, warum verbaut Apple die Intel-Prozessoren der letzten Generation, also der Coffee Lake-Generation und nicht der 10. Generation, der sogenannten Ice Lake-Generation. Das hat einen einfachen Grund. Also wir reden letzten Endes davon, dass hier die Prozessoren drin sind, die Intel-Prozessoren, die auch bei MacBook Pro mit 15 Zoll drin waren. Das hat einen einfachen Grund. Es gibt zwar die neuen Intel-Prozessoren der Ice Lake-Generation, aber die allerersten Ausführungen, die allerersten Modelle dieser neuen Intel-Prozessoren sind erstmal nicht auf Leistung getrimmt oder auf Leistung ausgelegt, sondern auf Stromsparen, auf Energiesparen. Und das bringt natürlich in so einem Gerät absolut rein gar nichts. Das wäre dann eher was fürs MacBook Air. In dem Fall sind deswegen aber die Core i7 oder Core i9-Prozessoren von Intel der Coffee Lake, also der neunten Generation, verbaut. Die machen weiterhin einen absolut guten Job. Für mehr Grafikleistungen sollen die neuen Radeon Pro-Chips sorgen. Schon der kleinste, das ist der Radeon Pro 5300M, kommt mit 4 GB Speicher, also einem extra schnellen GDDR6 quasi an Bord. Und gegen Aufpreis gibt es sogar eine Radeon Pro 5500 mit 8 GB. Jetzt bringt halt die von uns getestete Variante mit 8 Kernen relativ viel Power mit, also sehr viel. Das lässt sich aber jetzt erstmal nicht mit allen Programmen nutzen. Also der Unterschied zum MacBook Pro mit 13 Zoll fällt zum Beispiel bei Office-Programmen nicht besonders groß aus. Hier liegen die vielen Prozessorkerne des 16 Zöllers zu oft brach. Vergleicht man es aber zum Beispiel mit leistungshungriger Software wie Adobe Photoshop CC oder Cinema 4D, dann sind natürlich alle Prozessorenkerne komplett am Limit und dann läuft das Gerät auch doppelt so schnell wie zum Beispiel ein 13 Zöller. Bei Spielen von uns getestet gibt es sogar einen deutlichen Leistungssprung. Da liegt das MacBook Pro mit 16 Zoll in Full HD bei 70 Bildern im Mittel und bei einer Auflösung von 1366x768 Pixeln sogar bei 108 Bildern pro Sekunde. Das ist sogar 3 bis 5 Mal schneller von uns getestet als das kleinere 13 Zoll Modell. Wir haben jetzt so viel geredet über das Display, über die Speicherausstattung, über die Prozessoren, die verbauten, über die Leistung, die darin steckt, über den Akku. Alles ist besser geworden, alles gut und schön und fein. Und natürlich ist eine wichtige Neuerung, dass das Gerät größer geworden ist. Auch gut. Für mich aber extrem wichtig, ich kann das gar nicht häufig genug betonen, ist, dass sich Apple dazu entschieden hat,
wieder eine Tastatur zu verbauen, die nicht den Butterfly-Mechanismus benutzt. Das ist der, der zum Beispiel auch hier in meinem MacBook Pro mit 13 Zoll zum Einsatz kommt, sondern quasi wieder auf diese Scherentechnik setzt. So ein bisschen mal, um das zu verdeutlichen, bei dieser Scherentechnik wird quasi die Tastatur oder in dem Fall das Tastenfeld über Kreuz gefedert abgefangen und bei der Butterfly, beim Butterfly-Mechanismus liegen die quasi wie so Schmetterlingsflügel nebeneinander. Das sorgt dafür im Idealfall, dass das Tastaturprofil, und das sieht man glaube ich auch im Vergleich ganz gut, deutlich flacher ist. Also kann man das Gerät flacher bauen. Allerdings hatte das mehrere unschöne Nachteile. Zum einen, wie ich finde, also mich stört es nicht so, aber meine Umgebung und jeder, der das Gerät kennt oder Leute kennt, die das Gerät nutzen, man tippt auf dieser Butterfly-Tastatur deutlich lauter. Zum Vergleich, ich mache hier mal eine Notizen-App auf und tippe hier einfach mal. Und immer, wenn mir jemand zuschaut, kann ich auf einmal nicht mehr tippen. Ich mache das hier einmal zum Vergleich, schreibe den gleichen Text. Und komischerweise habe ich mich hier auch viel weniger vertippt. Könnte daran liegen, dass ich irgendwie verlernt habe, wie ich tippe. Aber de facto sorgt das bei mir einfach dafür, dadurch, dass der Hub ein bisschen größer ist, eigentlich so wie bei den Vorgängermodellen, ist es angenehmer, darauf zu tippen. Es ist nicht nur leiser, aber es ist vor allem angenehmer. Der Hub ist deutlich angenehmer und ich tippe darauf einfach lieber und habe dadurch auch das Gefühl, dass ich schneller darauf tippen kann. Gleichzeitig, das muss man auch mal erwähnen, hatten auch die Vorgängermodelle das Problem, dass quasi die Membran, die darunter liegt, anfälliger war und dass dadurch es häufiger zu Doppeleingaben kam. Sprich, dass vor allem in der Tastaturmitte es vorkommen konnte, dass ihr das T oder das U oder das H oder das M oder N aus Versehen doppelt gedrückt habt. Das ist dann natürlich super nervig. Das sollte eigentlich mit der neuen oder eigentlich müssen wir sagen überarbeiteten Tastatur ausgemerzt sein. Sprich, Apple hat hier nicht einfach nur wieder die alte Tastatur eingebaut, sondern quasi diese Scherentechnik oder Scissor-Technik nochmal angepasst. Und das ist in meinen Augen absolut gelungen. Also ich tippe hier deutlich lieber, auch wenn ich mich gerade wieder vertippe. Aber es liegt auch daran, dass ich hier so ein bisschen schräg drauf schaue. Abgesehen davon, natürlich ist wieder oben die Touchbar verbaut, genau wie beim MacBook Pro mit 13 Zoll. Aber es gibt hier einen feinen Unterschied, auch sehr gelungen, wie ich finde. Und zwar ist Touch ID jetzt hier gesondert angebracht. Das heißt, es gibt hier eine Trennung wirklich zwischen ja, der Touchbar an sich und dem Touch ID-Button. Absolut sinnig, weil jeder, der das Gerät hat mit Touch ID, dem ist es garantiert schon mal, also das alte Gerät mit Touch ID, dem ist es garantiert schon mal passiert, dass er ein bisschen zu weit links quasi blind draufgefasst hat und dann hat er Siri gestartet und nicht quasi per Touch ID quasi eine Eingabe bestätigt oder das Gerät entsperrt. Also ein bisschen nervig war das vorher, jetzt ist es absolut haptisch besser gelöst. Außerdem auf der linken Seite der Touchbar, dadurch, dass auch mehr Platz ist, ist die Escape-Taste zurück. Das heißt, es ist jetzt auch nicht mehr in der Touchbar hinterlegt, sondern es ist wieder eine physische Taste. Auch dafür zwei Daumen nach oben. Und generell im Vergleich, nicht nur sieht man es, weil das Gerät größer ist, aber es ist hier deutlich mehr Platz nochmal bei MacBook Pro mit 16 Zoll für Lautsprecher. Und das ist was, was mich im Test absolut umgehauen hat, wie gut der Klang im MacBook Pro mit 16 Zoll ist. Dafür packe ich das jetzt einmal beiseite. Ich nehme es einmal rüber. Das ist schwer zu beschreiben. Eigentlich muss man es wirklich selbst mal ausprobieren. Aber hier sind insgesamt 6 Lautsprecher verbaut. Unter anderem die Woofer sind so verbaut, die sind quasi Rücken an Rücken miteinander verbaut. Und das sorgt dafür, nicht nur, dass das Ding einen sehr schönen Bassklang hat und deutlich noch tiefer kommt als andere MacBooks im Klang, aber vor allem, dass die beiden Subwoofer sich gegenseitig durch ihre Schwingung ein bisschen aufheben und dadurch die Vibrationen im Gerät selbst minimiert werden. Also der Klang ist kein Dolby Surround Klang. Man könnte aber durchaus Film oder Serien Dolby Atmos schauen und würde es absolut genießen können, weil es schon eine Art virtuellen Raumklang erzeugt. Wenn man das testet, es gibt ja auch so Demos im Internet, die kann man sich mal dann aufrufen, die so eine Art Raumklang simulieren. Und da schneidet das Gerät extrem gut ab. Im Test war es auch so, dass man das eigentlich auch mit einem Sonos One oder einem anderen Lautsprecher ähnlicher ja, Größenordnung oder Dimension vergleichen könnte. Natürlich ist das Gerät deutlich teurer,
Aber ich denke mir, wenn ich zum Beispiel Musiker bin oder generell bei meinen Projekten Wert auf guten Klang lege und nicht immer ein Lautsprecherset dabei haben kann, natürlich nicht, weil wenn ich auf Reisen bin, ist das ein super Ersatz. Auch da absolut Hut ab, das klang im Test sehr, sehr gut. Und was ich auch nochmal ganz angenehm finde, ist, ich finde ein Touchpad, da gibt es solche und solche. Ich finde, das Touchpad kann eigentlich gar nicht groß genug sein. Das ist im Vergleich zum Vorgänger auch nochmal deutlich angewachsen. Ich habe hier mal zum Vergleich ein iPhone 11 Pro. Das lege ich hier mal rein. Und dann seht ihr mal, auch wenn das hier ein bisschen verstaubt ist, wie groß das ist im Vergleich zum 13 Zöller. Ich glaube, das spricht Bände. Ja, also auch da noch ein bisschen mehr Platz einfach, was insgesamt dafür sorgt, dass man mit dem Gerät in meinen Augen deutlich angenehmer arbeiten kann. Vor allem, wenn es darum geht, dass man mit großen Projekten arbeitet, mit zum Beispiel vielen Tonspuren, wenn man komponiert, wenn man mit vielen Videospuren arbeitet beim Videoschnitt, dann ist es einfach angenehmer, hier mehr Platz zu haben. Die Ablagefläche ist größer und generell, was die Usability angeht, macht das Gerät für mich einen deutlichen Sprung nach vorne. Also, was ist unser Fazit vom MacBook Pro mit 16 Zoll? Es ist eigentlich ein Gerät, an dem es relativ wenig zu beanstanden gibt. Also, ich schaue hier drauf. Es ist größer geworden, das Display ist größer mit mehr Auflösung und einer höheren Pixeldichte bei gleichzeitig kaum veränderter Bauform und einem kaum veränderten Formfaktor im Vergleich zum MacBook Pro mit 15 Zoll. Gleichzeitig haben sie die Tastatur verbessert, sie haben jetzt die Touchbar entsprechend ja, entzerrt, wir haben wieder einen Escape-Button, physischen, wir haben einen physischen Touch-ID-Button, das ist alles schön aufgeteilt. Vor allem lässt sich viel besser auf dem Gerät tippen als bei der alten oder ja, nun mittlerweile veralteten Butterfly-Tastatur. Ich gucke hier gerade auf die Lautsprecher, die klingen phänomenal, das muss man einfach mal ausprobiert haben. Das Touchpad ist deutlich größer geworden. Es hat mehr Leistung, es hat standardmäßig mehr Speicher. Es gibt eigentlich auch gerade, wenn man im Vergleich es zum MacBook Pro mit 15 Zoll sieht, eigentlich kein Argument, was dafür spricht, zu sagen, ich nehme jetzt eine kleinere Variante, weil wir vor allem bei grafikhungrigen Programmen wie Photoshop oder auch Final Cut Pro X einfach jetzt durch die neuen Radeon-Chipsätze deutlich mehr Grafikleistung haben. Wie gesagt, es gibt kaum was zu beanstanden, aber es kostet halt auch relativ viel. In der kleinsten Ausführung sind wir bei 2.700 Euro. In der etwas größeren Ausführung sind wir bei 3.000 Euro schon. Und wir haben es eben schon mal kurz erwähnt, ich habe es eben mal kurz erwähnt, man kann ja bis zu 7.000 Euro ausgeben, wenn man 8 Terabyte im Gerät drin haben will. So ist das Gerät für mich einfach komplett kompromisslos. Also man macht damit eigentlich keinen Kompromiss mehr. Das Gerät, das MacBook Pro mit 16 Zoll, lässt sich quasi so nutzen wie ein ziemlich üppiges Setup, was ich zum Beispiel bei einem Mediengestalter erwarte, was ich bei einer Filmproduktionsfirma erwarte, was ich bei einem Komponisten erwarte. Diese Menschen, die sich dieses Gerät dann zulegen und dann von unterwegs arbeiten müssen, gehen damit eigentlich überhaupt keine Kompromisse mehr ein. Die Frage ist, braucht das denn jeder? Die Frage muss, glaube ich, jeder für sich selbst letzten Endes entscheiden. Ich kann nur sagen, dieses Gerät ist ein absolutes Pro-Gerät. Und das ist eigentlich das, was man zu diesem Gerät schlussendlich sagen kann. Wer das Plus an Leistung braucht, der wird mit diesem Gerät hier absolut zufrieden sein.